So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nur ein kurzes Ankündigungsvideo. Und zwar habe ich mir jetzt endlich mal ein neues Let's Play Projekt überlegt, wo ich Lust drauf hätte, beziehungsweise was jetzt Neues. Nicht mein erstes, abgesehen von den COA-Videos. Und War Thunder, und zwar Total War Shogun 2. Ein bisschen älteres Spiel, aber darauf habe ich gerade mal richtig Lust. Und von dem her werde ich das auch in der Kampagne spielen. Und zwar werde ich die, Fall of the Samurai und die normale Shogun 2. Ich werde Shogun 2 spielen. Dass das nachher beim Video ein bisschen wegfällt, also beim eigentlichen Let's Play, und schon mal vorab ein bisschen gucken, was für eine Fraktion ich wählen möchte. Ich bin schon eine Weile raus, von dem her schließe ich Schwierigkeitsgrad schwer. Ich glaube, das kriege ich hin. Werde spielen eine lange Kampagne, die geht einfach ein bisschen länger. Dafür habe ich auch ein bisschen mehr, eroberten halt 40 Provinzen, einschließlich blablabla, ein paar Provinzen plus Kyoto. Genau, und es geht bis zum Winter 1600. Von der Fraktion her, genau, da würde ich mich jetzt eher an die Leichten halten. Wie gesagt, schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Mal gucken, was ist denn alles leicht? Ja, nicht viel, nur die ersten drei hier. Dann gucken wir doch mal, Chisokawa, Meister des Landes, okay, das ist schon mal sehr interessant, kann überlegene Bogeninfanterie rekrutieren, das klingt ja schon mal nicht gut, Startposition, sieht auch nicht so schlecht aus hier unten auf der Insel. Dann Shimazu, was haben wir hier, sieht nach Schwert aus, Katana-Samurai, genau, hier haben wir eher die Schwertkampf, also Nahkampffraktion, hier haben wir eher die Fernkampffraktion und dann haben wir hier Hojo, Meister des Baus, ne? Das sind die Architekten und Ingenieure unter den Japanern. Belagerungswaffen, also das würde ich, glaube ich, eher ausschließen. So, was nehmen wir denn hier? Kurz gucken, reduzierte Rekrutierungs- und Unterhaltskosten aller Bogeninfanterie, das klingt schon mal ganz gut. Erhöhtes Einkommen von Bauernhöfen, okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Reduziert nur Katana-Samurai, kein überlegene Katana, gab es hier Bogenhelden? Nee, okay, hier gibt es Katana-Helden, wobei sehr fürs Late-Game besonders interessant ist. Gestiegene Loyalität aller Generäle, das ist natürlich auch nicht schlecht. Die überlegene Katana-Samurai. Nee, ich glaube, ich werde mich hier anhalten, an die Chosokawa. Ich möchte die Fernkampfeinheiten spielen. Genau, vom Play. Ich setze es hier mal auf 20 Minuten, sonst können so die ein oder andere Gefecht relativ lang dauern, wenn man nur irgendwelchen Pferden hinterherlaufen muss. Top-In-Gefechte haben wir keine. Genau, so werden die Spieleinstellungen sein. Damit werde ich jetzt die Tage starten. Von der Frequenz her, ich denke, dass ein bis zwei Folgen pro, machen wir zwei Folgen pro Woche, das kriege ich hin. Eine Aufnahmesession pro Woche müsste passen. Und ja, genau, dann wird es demnächst starten. Dann schon mal, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Irgendwelche Kommentare nehme ich natürlich gerne schon im Vorfeld an. Ansonsten starte ich mit der Produktion. Danke, bis denn, ciao!